Der Computer eignet sich hervorragend als Medium für linguistische Inhalte und Daten, sowohl in der Lehre als auch in der Forschung. Bedingt durch den hohen Audioanteil, durch den Untersuchungsgegenstand Sprache, sind Computer und Internet in der Linguistik unverzichtbar geworden. Ich will das an einigen Beispielen demonstrieren. Beginnen wir mit der Lehre. Um Sprachen angemessen untersuchen zu können, muss man sie hören können. Dazu bedient man sich zweckmäßigerweise des Computers und, um möglichst vielen diese Daten zur Verfügung zu stellen, des Internet. Hier ist ein Beispiel aus der mehr als 1000 Sprecher umfassenden Sprachdatenbank des Virtual Linguistics Campus. I welcome all users to this website on linguistics. My name is Dan and I speak American English. Das war amerikanisches Englisch aus der Gegend um Detroit. Durch den hohen Audioanteil ist es möglich geworden, ganze Kernbereiche der Linguistik komplett zu multimedialisieren. Ich will das kurz an einem Beispiel der Phonetik veranschaulichen, nämlich der Consonantal Chart, die ohne multimediale Unterstützung einfach heute nicht mehr up-to-date ist. Nun, hier befindet sich die Consonantal Chart, so wie man sie aus Lehrbüchern kennt. Der große Unterschied allerdings in einer multimedialen Version ist, dass man hier alle Konsonanten abrufen kann, ihre Artikulation sehen kann und das Ganze natürlich hören kann. Das ist eine heute zeitgemäße Darstellung. Simulationen und Animationen veranschaulichen bestimmte Prozesse viel besser, als das Lehrbücher können. Hier ist ein Beispiel aus der artikulatorischen Phonetik, das den Glottalic Airstream veranschaulicht. Ja, und schließlich haben wir noch den Bereich E-Assessment, der ja auch zur Lehre gehört. Durch elektronische Testszenarien können Übungsformen geschaffen werden, die so bisher nicht möglich waren, zum Beispiel phonetische Transkription mit Audiounterstützung oder Hörübungen und viele multimediale Übungen, die es so bisher nicht gab. In der Forschung bilden Datenrepositorien heute im Internet die Hauptressource für die Arbeit mit linguistischen Daten und sie stehen unbegrenzt zur Verfügung. Durch den Language Index, den wir vorhin gesehen haben im Virtual Linguistics Campus zum Beispiel, können Audiodaten nicht nur abgespielt, sondern auch für die eigene Forschung genutzt werden. Und dann ist da noch der Bereich der Experimentierung. In der Psycholinguistik zum Beispiel sind Worterkennungsexperimente, Monitoring-Experimente und viele andere mehr ohne Computer heute undenkbar. Ich möchte aber nochmal auf die Lehre zurückkommen. Es gibt einen viel weit gefassteren Grund, der die Notwendigkeit der Darstellung linguistischer Inhalte im Internet nahezu erzwingt. Die Linguistik ist kein Schulfach. Daher müssen viele Grundlageninhalte vermittelt werden. Und Grundlagenwissen wie die Darstellung der Linguistik als Diagramm zum Beispiel, die lassen sich nun einmal viel besser durch interaktive Präsentationen darstellen als in herkömmlichen Lehrbüchern. Und dann gibt es noch den Bereich der linguistischen Software und auch Hardware-Schulung. Muss man denn wirklich im Unterricht den Studierenden erklären, wie ein Audioeditor bedient wird, wie man in einem Korpus sucht, wie ein Spreadsheet erstellt wird oder eine linguistische Suche durchgeführt wird? Wir sagen nein. All das lässt sich heute über multimediale Darstellungen, über Videos, über Screencasts bestens für das Web aufbereiten, sodass sich die linguistische Lehre von diesem Ballast befreien kann. Die einfachste Variante ist, sich beim eigenen Unterricht filmen zu lassen, beispielsweise von einem Schüler oder Kollegen. Dazu können zum Beispiel Handykameras eines jeden Smartphones wie auch eine Standard-Digitalkamera genutzt werden. Hierbei sollte man Störgeräusche möglichst vermeiden und auf ausreichende Nähe zum Aufnahmegerät achten. Auch die Nachbearbeitung ist bei dieser Methode sehr einfach gehalten. Mit kostenfreien Standard-Tools lassen sich Versprecher oder ungewollte Sequenzen leicht entfernen.
Das fertige Video kann dann auf der universitätsinternen Plattform oder beispielsweise auf YouTube veröffentlicht werden. Wenn Sie bereits über eine Präsentation verfügen, können Sie diese in einen Screencast umsetzen. Mit Hilfe von frei verfügbaren Tools wie Jing können Sie den Bildschirm Ihres Laptops oder Computers schnell und einfach abfilmen. Das fertige Video kann den Studierenden anschließend auf zuvor genanntem Wege zugänglich gemacht werden. Noch einfacher ist das Zurückgreifen auf Videos von anderen Lehrenden. Auf verschiedenen Plattformen finden sich eine Vielzahl von Lehrvideos, die man im Unterricht einsetzen kann. One goal of language learning, language teaching and linguistic research is to provide precise and explicit information.